Wann kommt endlich der Antrag, Kobi? Wann machst du jetzt den Antrag? Wann ist es denn soweit? Kannst du uns nicht mal sagen? Hab's kurz ein paar Sekunden bereut. Facebook ist laut, folgt mir auf Instagram. Peace, Leute, was geht ab? Euer Kobi ist back am Start für euch. Wir sind hier gerade live auf Twitch. Und wir werden jetzt ein bisschen über unsere Verlobung quatschen, Fragen von euch beantworten, mal gucken, was alles im Stream so passiert. Viel Spaß damit. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht, und das sage ich jetzt gerade für den Stream, für alle hier, am Sonntag, diesen Sonntag, die Uhrzeit wird noch bekannt gegeben, ich glaube, es wird so 14 bis 18 Uhr irgendwann sein. Diesen Sonntag kommt das Video für unsere Verlobung online, auf unserem Vlog-Kanal Kobix Mode. So aufgeregt. Checkt das auf jeden Fall ab und jetzt viel Spaß damit. Ja, Leute, es ist soweit. Wir beide sind verlobt. Man will es kaum glauben, aber es ist so. Wir sind verlobt. Den fünften Tag sind wir heute verlobt und ich realisiere es immer noch nicht. Es ist echt crazy. Und wisst ihr, was einer der coolsten Punkte daran ist, dass wir jetzt verlobt sind? Dass mir keiner mehr von euch da draußen auf den Sack gehen kann. Wann kommt endlich der Antrag, Kobi? Wann machst du jetzt den Antrag? Wann ist es denn soweit? Kannst du uns nicht mal sagen? Ihr könnt mir jetzt alle nicht mehr auf den Senkel gehen. Ja. Ich fand das in letzter Zeit so krass, wie oft das gefragt wurde, wann der Antrag kommt und so. Und ich dachte mir immer nur, wenn die wüssten. Ja, wirklich, ey. Also, ich habe gerade die erste Frage schon gelesen von Joel. Seit wann war die Verlobung geplant? Also, ich glaube generell von meiner Seite aus und ich glaube von ihrer Seite auch aus. Auch von ihrer Seite aus. Sprachen lernen, Bubble. War das schon lange im Kopf, dass wir uns verloben wollen? So. Also, wir haben da ja schon offen drüber gesprochen und es war eigentlich. Ich wollte gerade sagen, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber von meiner Seite aus geplant war das Ganze seit 6 Monaten. Ich habe quasi vor 6 Monaten das erste Mal jemandem davon erzählt und das war René. Und das war quasi so der Startschuss, dass die Planung losging. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, was man machen könnte und so. Ja, dann. Ne? Ging's los und irgendwann war es soweit. Das ist so crazy. 6 Monate, Leute. 6 Monate und wir hängen den ganzen Tag aufeinander. Wisst ihr, was das Krasseste an dieser ganzen Geschichte war? Real Talk. Dieser permanente Stress, diese Angst, dass Mone mein Handy irgendwie auf mein Handy guckt, da kommt eine Nachrichtigung rein von einer Nachricht von René oder irgendwem, von allem möglichen. Alter, es war. Dieser permanente Stress hat mich so fertig gemacht, ne? An dem Tag, als wir abends im Bett angekommen sind, ne? Also, lass mich das erzählen. Okay. Wir liegen im Bett. Wir waren ja, glaube ich, erst um, wann waren wir im Bett? Ich glaube, um drei oder so. Doch, so früh, ja. Und um drei. Und wir waren ja dann noch bei seinen Eltern im Garten. Da haben wir halt alle noch zusammen gefeiert und ja, die Verlobung quasi gefeiert. Und er war so glücklich. Wir waren alle so glücklich. Und dann abends im Bett lag er so und sah so unglücklich aus. Und ich so, Schatz, alles okay bei dir? So... Geht's dir gut? Bist du nicht mehr gut? Hab's kurz ein paar Sekunden bereut, Kappa. Nein. Nee, und er so, doch, Schatz, ich genieße gerade einfach nur. Und ich so, wieso, was ist los? Endlich ist dieser Stress von mir, also endlich ist diese Last weg. Und einfach original nach diesem Satz, er liegt so, endlich ist der Stress weg. Und direkt eingepennt und geschnarcht. So geil. Und ich lag einfach nur so neben dran. Ich bin verlobt. Dieser Stress, der hat so lange, also ich habe wirklich Rückenschmerzen davon gefühlt. Ist alles beim Antrag so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast? Zu 99%. Richtig genialer Kommentar von DJ Blue Sky, hält eh nicht safe. Ich danke dir auf jeden Fall. Macht gut. Timbo, bann den weg. Wer schneidet das Video, Brando? Gute Frage. Das macht Niklas. Das ist derjenige, der auch mein Musikvideo geschnitten hat, der auch unser Hochzeitvideo machen wird. Also der alles... Hört ihr das? Alles machen wird. Dann zum Thema, hast du Moni ihre Eltern gefragt? Das habe ich tatsächlich. Also ich wann war das? Ich glaube 2 Monate bevor das Ganze passiert ist, also vor 2 Monaten, bin ich auf die Eltern von Moni zugegangen, beziehungsweise wir haben uns zu viert getroffen und dann habe ich ihre Mom darum gebeten, dass sie mit Moni zusammen einfach mal das Haus verlässt. Die waren dann einfach einkaufen, ganz chilly. Und dann bin ich zu ihrem Dad gegangen und habe ihn wirklich gefragt. Er konnte sich das Ganze schon so ein bisschen denken. Das ist so süß, Leute. Und er hat dann quasi so gesagt, so, Jung, ja, gar kein Problem. So, als ich so angefangen habe mit, wir sind so lange zusammen und ich würde halt so, ne? Ich weiß, was du fragen willst. Ja, genau so. Ich weiß, was du fragen willst und du hast meine Erlaubnis so. Also mir persönlich war das jetzt gar nicht so wichtig,
Aber ich weiß halt, dass ihr das viel bedeutet hat. Auch als sie das erfahren hat, nach der Verlobung, hat ihr Vater das ihr nochmal gesagt. Und da hat sie einfach nochmal angefangen zu meinen, weil sie einfach so happy darüber war, dass ich das gemacht habe. Ja, das ist so, ja, eigentlich voll der alte Brauch. Aber ich finde, ich weiß nicht, ich finde so, das gehört sich so. Keine Ahnung, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde es schön. Ja, ich finde, das ist eine der sehr guten alten Traditionen, muss ich sagen. Ja, also, ihr wisst ja, ich spreche mit sehr vielen Geflogenheiten. Ne? Auch wir haben eine riesen Diskussion darüber gehabt auf Instagram und Monis DMs, auf welcher Seite man den Verlobungsring trägt, so, weil die Geflogenheiten sagen halt, man trägt den links, rechts. Aber, nee, Verlobungsring? Achso, ich dachte den Ehering. Verlobungsring jetzt. Ach, ja, trägt ja, man ja, eigentlich links, ja, genau, aber sie trägt ihn halt rechts und... Mashallah, mach nochmal! Wir geben uns da ja nichts drum, aber ich finde, das ist eine dieser, ich sag mal, Traditionen, Geflogenheiten, die, ja, die ich auch sehr, 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 sehr nice finde. Ja, zum Thema Ring. Ich habe ganz viele Fragen gelesen. Wo hast du den Ring geholt? Zeig dir den Ring. Die Leute, die auf Monis Instagram-Account am Start sind, die haben den Ring natürlich schon gesehen. Die wissen schon, was abgeht so. Mhm. Wir können den Ring jetzt aber gerne hier nochmal zeigen, würde ich machen. Also ich habe über dem Verlobungsring unseren Partnerring. Genau, ich habe ja auch, also wir haben ja zusammen Partnerringe damals geholt. Das ist jetzt schon 3 Jahre her, glaube ich. Ja. Ich trage meinen ja um die Dings. Und den tragen wir halt seit 3 Jahren. Und ich möchte den Partner und den Verlobungsring an der rechten Hand tragen. Viele haben es ja auch so, die tragen dann, wenn der Ehering drankommt, machen den Verlobungsring ab und tragen nur noch den Ehering. Ich würde aber gerne alles tragen so. Deswegen habe ich an der rechten Hand jetzt den Verlobungs- und Partnerring und dann an der linken Hand kommt dann der Ehering, wenn es so ist. Ja, aber ich ziehe jetzt mal kurz den Partnerring aus, damit ihr euch auf das hier bisher etwas konzentrieren könnt. So, der Fokus der Kamera wird das wieder natürlich wieder mal mäßig hinbekommen. Ich muss aber vorher dazu sagen, ich liebe ihn, Leute, er ist perfekt. Er ist perfekt. Dankeschön. Danke. Er ist perfekt. Wenn ihr den genau sehen wollt, Chat, sage ich euch ehrlich, checkt Monis Instagram-Account. Ja. Da habt ihr eine richtig, richtig krasse Nahaufnahme davon. Stimmt. Da sieht der wirklich Mashallah aus. Da könnt ihr ihn dann nochmal genauer sehen. Der ist auch nicht sehen. Besser. Nee, aber dann, ich wollte das Foto zeigen. Da könnt ihr ihn besser sehen. Der, den Beitrag einfach abchecken. Waren dir eine kirchliche Trauung, ne? Ja. Also wir haben schon so grob unsere Vorstellungen. Wir sind da jetzt noch nicht genau in die Materie reingegangen und auch noch nicht groß geplant. Aber wir haben schon immer früher gesagt, dass wir gerne eine freie Trauung haben möchten. Wir haben jetzt uns gestern auch darüber unterhalten und fanden wir total witzig, weil wir beide mit freie Trauung was Unterschiedliches meinten, aber doch das Gleiche im Endeffekt. Wir haben uns unterhalten und er meinte so, ja, unsere freie Trauung und so, wie stellst du dir das vor? Und ich halt so, hä, ja, im Freien. Ne? Und er so, ja, ja, schon klar, wünsche ich mir auch, aber er meinte halt frei von der Kirche, also eine freie Trauung. Und ich meinte halt mit einer freien Trauung auch, dass ich frei von der Kirche sein will, aber halt im Freien. Und er das halt auch nur, ja. Also wir haben Gott sei Dank von beiden, also wir sind uns beide einig, aber wir haben von unterschiedlichen Sachen geredet. Ja, also wir möchten im Freien eine freie Trauung. Ja. Ja, wann ist die Hochzeit geplant? Dieses oder nächstes Jahr? Also dieses Jahr auf gar keinen Fall, weil wie willst du so schnell eine Hochzeit auf die Beine kriegen? Könnte man schon hinkriegen, aber wir möchten es nicht so, wir möchten es nicht so stressig haben. Wir sind ja auch oft unterwegs und oft nicht zu Hause und wir möchten das in Ruhe. Wir wollen einfach, dass es perfekt wird. Und da will ich nicht so schnell. Ja, also wir müssen natürlich auch sagen, wir sind ja auch ein Paar, was in der Öffentlichkeit steht. Ihr wisst, ihr bekommt jetzt auch ein Verlobungsvideo. Darum geht es jetzt nicht in dem Sinne, aber ich bin halt der Meinung, so, ich weiß ganz genau, dass Mone die einzige Frau ist, die ich jemals heiraten werde. Und ich möchte, dass meine Frau die Hochzeit bekommt, die sie sich ja seit klein auf vorstellt. So, sie soll das krasseste Kleid bekommen, sie soll die Location bekommen, die sie will, sie soll alles auf dieser Hochzeit haben, wenn sie fliegende Tauben will. Nein, das weiß ich, dass sie sowieso nicht will, weil wegen Tiere und so, aber ihr wisst, was ich meine. Sie soll alles kriegen, was sie sich wünscht. Und wenn ich dafür reinsweaten muss auf Twitch, wenn ich jeden Tag 100 Stunden streamen muss, damit ich das Geld dafür irgendwie zusammenkriege oder so. Ich will einfach, dass sie die Hochzeit bekommt, die sie sich wünscht. Das zu organisieren noch dieses Jahr ist ja unmöglich, sage ich euch ganz ehrlich. Also mein Plan war eigentlich, der Plan steht aber schon vor... Ich dich auch. Der Plan stand schon vor Corona, muss ich dazu sagen. Mein Plan war, am 15.07. dieses Jahres uns zu verloben und am 15.07. darauf das Jahr, also 2021, zu heiraten. Dass wirklich unser Jahrestag, unser Verlobungstag und unsere Hochzeit alles an diesem Datum so geknüpft ist. Ne? Was ich übertrieben nice finde, wir haben an dem Tag auch noch Juli geholt. Das heißt, dieser 15.07. spielt dann in unserem Leben eine super krass große Rolle. Und das fände ich sehr, sehr nice. Ich glaube aber, dass das durch Corona nicht umsetzbar wird, weil viele
ihre Hochzeit teilweise verschieben mussten wegen Corona auf nächstes Jahr. Und generell, weil man einfach nicht so gut planen kann in der aktuellen Zeit, weil auch einfach ganz viele andere Sachen so im Kopf sind. Deswegen haben wir natürlich schon gesprochen nach der Verlobung, ein bisschen so gequatscht, dass wir wahrscheinlich erst 2022 heiraten werden. Gerade hat Sydney auch geschrieben, 15.07.2022. Ist auch alles so schnapszahlmäßig, ja, so ein bisschen. Wäre, glaube ich, ein cooles Ding, ne? 2:02. Ja, wo hast du den Ring versteckt gehabt, Kobe? Gute Frage, Celine. Ich werde das Versteck jetzt nicht sagen, außer dass es in diesem Zimmer hier war. Weil vielleicht muss ich vor Mone noch irgendwann mal was verstecken. Jetzt nichts, ne? Sondern wenn ich sie mal überraschen will oder so. Aber ich suche hier, will hier. Ja, das, ich habe mir halt genau das Zimmer ausgesucht, wo sie nie im Leben irgendwas finden oder suchen würde, weil sie ja auch einfach nicht reingeht, wenn ich nicht da bin. So, ne? Ja. Deswegen war das ein sehr, sehr gutes Versteck. Eine gute Frage finde ich noch, hat eben jemand geschrieben, wie macht ihr das, welchen Nachnamen wird Mone annehmen? Oder beziehungsweise bei welchem Nachnamen wir sind. Mone wird meinen Nachnamen annehmen. Das hat sie schon für sich ganz früh entschieden. Sie wird auf jeden Fall meinen Nachnamen annehmen. Darf ich das geilste Erlebnis erzählen? Ja, das kannst du machen. Leute, ich habe schon ein geiles... Aber verplapper dich jetzt nicht. Ja, ich sag Mahoni. Leute, ich habe das geilste Erlebnis als Verlobte schon hinter mir. Passt auf. Ich lag morgens im Bett, ich glaube, es war ein Tag nach der Verlobung oder zwei Tage. Und er wollte ein Restaurant reservieren. So geil. Und dann rufst du an, ja, hallo, ich würde gerne für dann und dann für 4 Personen einen Tisch bei euch reservieren. Und er dann so, ja, auf welchen Namen denn? Ich so, ja, für 4 Leute auf Mahoni bitte. Also nicht auf Mahoni, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und er dann so, ah, okay. Er treibt sich so irgendwas auf und dann so, Frau Mahoni, wann nochmal? Und ich so, Frau Mahoni. Sie hat sich so krass gefreut. Ja, und dann war ich so im Bett und ich gucke ihn so an, weil ich halt auf Lautsprecher und er hat das gehört und ich so, und dann muss ich noch meine Telefonnummer durchgeben und ich so ein. Ich habe halt so gelacht, weil ich mich so gefreut habe und er dachte auch, ich bin voll nicht besteuert. Ja. Ich freue mich so für euch. Wird Juli einen Anzug tragen bei der Hochzeit? Also wir haben für Juli schon einen guten Plan, aber ich glaube, ein Anzug, weiß ich nicht, gibt es Hundeanzüge richtig? Nein, so? Das will ich immer nicht antun. Wahrscheinlich wird es auch dann im Juli, wird wahrscheinlich Hochsommer viel zu warm sein. Aber wir haben trotzdem eine coole Idee mit ihm, und zwar wird er unser Ringhundi. Das heißt, er wird auf einem Rücken angebracht. Er kriegt auf dem Rücken so dieses Kissen geschnallt, wo dann die Ringe drauf sind. Genau, wo er unsere Ringe tragen wird. Das wäre sehr, 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 sehr nice. Und dann kriegt er aber so eine kleine Fliege an. Die hatte er jetzt auf der Verlobung auch an. Ja, Mann, ja. Ich finde, seit der Verlobung seht ihr so richtig verliebt aus. Ich muss auch sagen, also man ist einfach viel, viel nochmal so freudiger und so. Und ich muss auch sagen, jetzt gerade in der Zeit, ich fühle mich fast wieder so wie ein bisschen am Anfang von unserer Beziehung. So neu, so frisch verliebt. Ja, ne? Hey, klar, man liebt sich nach 5 Jahren immer noch genauso sehr wie am ersten Tag. Aber natürlich ist es nicht mehr so wie am Anfang, dass man die ganze Zeit so einfach, oh, Schatz, ich liebe dich. Und es wird halt einfach nicht so sein. Das ist halt, also klar liebt man sich genauso sehr, aber sowas verfliegt halt irgendwann. Und jetzt gerade ist es halt einfach wieder so... Ja. Irgendwie wie früh, also so ganz frisch. Ja, wir laufen alles die ganze Zeit durch die Wohnung. Oh, Verlobter, verliebt, oh, kannst du mir mal das holen? Ist schon nochmal ein anderes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Gute Frage noch von Timo. War Timo mit dabei? Und da darf der Timo gerne mal was dazu sagen. Vielleicht auch, wie es ihm gefallen hat und was er so denkt. Ich war dabei. Und es war ein sehr, sehr schöner Antrag. Also ihr könnt euch auf jeden Fall aufs Video freuen. Ihr seht dann alles im Video, aber war sehr, sehr schön. Du hattest auch ein bisschen Pipi in die Augen, ne? Ja. Alle, die da waren, hatten Pipi in die Augen. Eine Frage an Corby. Wie hast du gemerkt, dass es der richtige Zeitpunkt ist? Das hatten sie mich auch schon gefragt. Auch eine sehr gute Frage, Lena. Ja, das habe ich auch gefragt. Ich habe so gesagt, ich habe so zu ihm gesagt, klar, du sagst schon immer so, gefühlt nach 2 Tagen unserer Beziehung, so, ich will dich heiraten, du bist meine Frau. Aber irgendwann muss ja dieser Tag, dieser Moment gewesen sein, wo er dachte so, okay, jetzt geht's los, jetzt plane ich, jetzt ist es wirklich soweit. Ja. Das habe ich auch gefragt. Ja. Gute Frage auf jeden Fall. Also ich habe ihr das auch schon erklärt, bei mir war es tatsächlich so, ich hatte den Gedanken natürlich schon sehr, sehr lange, ihren Antrag zu machen und auch sehr konkret schon länger. Es sind immer wieder so ein paar Sachen dazwischen gekommen, zum Beispiel... dann ist Juli gekommen, dann wollte ich es eigentlich mal sogar an Weihnachten oder an Silvester machen. Das haben ja auch viele gedacht, als wir Silvester nach Paris gefahren sind, haben ganz, ganz viele auch gedacht, dass ich ihren Antrag mache. Aber ich muss sagen,
richtig so gemerkt, auch wirklich so diesen Klickmoment, den Mona auch meint, war, als ich, das war irgendwann im Herbst, als ich so gemerkt habe, wie krass Mone mit Juli umgeht. Als ich halt gemerkt habe, wie liebevoll, wie süß und einfach toll Mone mit Juli umgegangen ist. Das hört sich so dumm an, weil klar, es ist kein richtiges Kind, aber es ist halt irgendwo auch ein Welpe, es ist ein Hund. Um den muss man sich fast genauso kümmern wie um so ein Kind. Und irgendwie da war so der Klickmoment, wo ich dachte, okay, ey, dieses Mädel, ne, die ist es, Alter. So, mit der will ich meine Kinder haben. Auch das habe ich vorher alles schon so gedacht, aber ihr wisst, was ich meine. Da war das Gefühl so stark, dass ich so dachte, ja, jetzt ist es langsam soweit. Und dann, wie gesagt, habe ich vor 6 Monaten angefangen, das Ganze so ein bisschen zu planen. Habe dann die ersten Leute eingeweiht und die mir auch viel geholfen haben und so. Ja. Sabrina fragt, wie nervös warst du vorher? Also ich muss sagen, ich war, also das hört sich so lächerlich an, aber ich habe die Geschichte schon danach auf unserer kleinen Verlobungsfeier, die wir hatten, schon erzählt. Ich war noch nie in meinem Leben so nervös wie vor diesem Moment. Also es ist egal, ob es irgendwelche krassen Klausuren waren. Es ist egal, ob das Beispiel so ein Einstellungsgespräch für meine Ausbildung war. Noch nie in meinem Leben war ich so nervös wie zu diesem Zeitpunkt. Und an dem Tag selber bin ich irgendwann um 5 oder so bin ich duschen gegangen, bevor wir dann zum Essen gefahren sind. Und ich habe einfach vor Nervosität, also anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich bin eigentlich kein Typ dafür, ich habe vor Nervosität Nasenbluten bekommen. Also es hört sich so verrückt an und so bescheuert, aber ich meine es vollkommen ernst. Ich stand unter der Dusche und habe Nasenbluten bekommen, weil ich einfach so fucking nervös war. Mein Gehirn ist gefühlt geplatzt so. Heavy, Alter. Es war wirklich heavy, muss ich ehrlich sagen. Als ich dann da stand, hat Anis so im letzten Moment, bevor Mone kam, hat er ein Video aufgenommen und hat so gesagt, ey, Kobi, noch ein paar letzte Worte. Und dann sage ich so, ganz ehrlich, Bruder, ich scheiße mir gleich in die Hose. Ja, das Video ist so legendär. Das musst also, irgendwann mal in deinen Feed posten. So als kleines 10-Sekunden-Video oder so. Das werde ich mal posten. Das ist so witzig. Er so, ey, Kobi, letzte Worte. Und er so, ey, Bruder, ich scheiße mir in die Ohren. Kobe, du sahst den Tag so gut aus in dem Hemd, und du sahst natürlich auch sehr gut aus. Danke, wie Lina. Wie krass danke, sah er bitte aus. Er sah noch nie so schick aus, sag mal ehrlich. Seine Frisur danke. War einfach... No joke. Erstmal, Grüße gehen auf jeden Fall raus an meinen Friseur, an Erdem, Bruder. Ich küsse dein Auge. Ehrlich, ich war am Dienstag vor dem, also am Dienstag, einen Tag vor unserem Jahrestag, war ich extra beim Friseur. Hab dann mit meinem Friseur gequatscht, hab ihm gesagt, yo Bro, ich hab morgen eine Verlobung und ich hab einen sehr vollen und sehr stressigen Tag. Ich würde einfach irgendwann, ich kann dir keine Uhrzeit sagen, ich würde irgendwann in den Laden kommen, egal was dann ist. Ich bitte dich, lass alles fallen, lass alles liegen, gerade wenn du jemanden schneidest. Bruder, ich brauch dich dann. Und es kam so, ich kam rein, er hat alles stehen und liegen gelassen, kam rein, hat meine Haare nass gemacht, hat sie geföhnt, hat sie wirklich komplett einfach perfekt gemacht. Ich hatte noch nie in meinem Leben so eine geile Frisur. Nochmal Grüße gehen raus, Schockgesell, er hat wirklich alles gegeben. Das waren die krassesten Haare, die ich je hatte. Ja. So Leute, ich würde sagen, wir haben, glaube ich, alle Fragen beantworten können. Checkt auf jeden Fall nächsten Sonntag, also ich schreibe euch schon nochmal hier das Datum hin und dann weiß ich auch schon die Uhrzeit, wenn das Video online kommt. Das Video auf unserem Vlog-Kanal ab, das kommt auf jeden Fall zur Verlobung. Es ist wirklich sehr, 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 sehr nice. Checkt das ab. Gebt jetzt gerne schon mal einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Gerne ein paar Glückwünsche oder so. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Skiskir. Euer Kobi. Peace.